finde ja, drei Männer ist nicht genug, oder? Drei Männer hier auf der Couch, es fehlt noch. Einer fehlt noch. Olcay? Fehlen noch acht, dann sind wir eine Fußballmannschaft. So. Oder? Ach, guck mal. Guck da. In der Sonne angeleuchtet. Ist wieder ja, für uns Morgen. Unterwegs. Und wenn wir richtig informiert sind, dann bist du heute in Ludwigsburg in Baden-Württemberg auf dem größten Kürbisressort, was es gibt, weltweit. Ja. Genau, es ist nicht in China oder in den Amerika oder in den USA, sondern hier in Baden-Württemberg findet die weltgrößte Kürbisausstellung statt. Und ich stehe hier mit Petra Herling. Sie ist die Direktorin vom Blühenden Barock, wo die Kürbisausstellung seinen Platz gefunden hat. Und das ist nämlich ein geschichtsträchtiges Jahr, sondern ihr feiert nämlich 25-jähriges Jubiläum. Wie habt ihr es überhaupt geschafft, zur weltgrößten Kürbisausstellung zu werden? Das Blühende Barock hat 30 Hektar und es wird komplett bespielt mit über 500.000 Kürbissen, sind zu sehen. Wir haben die größte Sortenschau mit 800 Sorten. Wir haben 15 Figuren in der Regel da, dieses Jahr noch mehr, weil wir 25 Jahre Jubiläum feiern, haben wir eine Sonderausstellung. Und wir haben natürlich eine kulinarische Vielfalt auf dem Gelände mit Kochinseln, mit Kürbissuppe bis zu Kürbismuffins, alles wird geboten. Und das Motto hat es in sich, starke Frauen, so sieht man hier Frida Kahlo, die Bühnenkönigin oder wie hinter mir natürlich die Eiskönigin Elsa von Frozen. Und eine halbe Million Kürbisse sind eine ganze Menge. Was passiert denn mit den Kürbissen nach der Ausstellung? Nach der Ausstellung werden sie abgehängt. Alle, wo gut sind, gehen in Tafelläden, zu Kindergärten, werden wieder versorgt. Und der Rest geht entweder in Biogasanlagen oder auf die Ackerflächen und werden untergearbeitet. Ich meine, das sind ja so viele Figuren. Wie lange hat es denn gedauert, das alles hier aufzubauen? Circa 2 Wochen, wobei da natürlich sehr viel Manpower dahinter steckt. Und das Besondere ist, dass wir sozusagen den ganzen Tag hier sind. Heute wird auch noch hier die Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen stattfinden. Da werde ich dann auch noch gleich sein. Und ich werde gleich eine Kürbiskennerin treffen, die mir dann den Unterschied zwischen den verschiedenen Kürbissorten erklärt, welchen Kürbis ich für was brauche. Also bleibt gespannt, ja. Dann gleich dann mehr. Olcay, vielen herzlichen Dank. Also erstmal, uns war nicht bewusst, dass es das so in der Form gibt. Das ist Punkt 1. Herzliche Grüße nach Ludwigsburg ins schöne Schwabenländle. Ja, auch Elsa im Hintergrund, das steht euch hervorragend. Und, das muss ich auch sagen, hier der kleine, ne? Kleine Eismann da. Olaf. Und ist das nicht Olaf und Elsa? Oder wie heißt sie da? Ja, ist genau. So, Mann, Leute. Das ist Olaf, genau. Ja, das ist eben. Olaf da hinten. Ja. Olaf, sag doch mal Olaf, hallo von Matze. So, ja. Schöne Grüße. Ganz lieben Dank euch, lieben Gruß. Und viel Spaß. Deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen. Mhm. Großartig. Nur, dass du das in Schwabenländle gelegt hast, in Ludwigsburg, ist, glaube ich, schwierig. Aber ist das nicht in Baden-Württemberg, aber nicht im Schwabenländle. Der Schwaben, ist doch Schwaben. Baden und Schwaben. Ich hoffe, man möge mir bitte schreiben, Instagram, wenn das falsch Instagram und Facebook ist. Explodiert in diesem Moment. Ich bin gespannt. Ich halte mich da als Norddeutscher zurück. Und mit Benji schauen wir jetzt zu Olcay. Guck mal, der steht so ein bisschen im Paradies. Erstens fällt mir auf Süddeutschland, Ludwigsburg, Schwabenland. Sehr gutes Wetter. Sonne. Punkt 1. Perfekte Herbstbedingungen. Olcay, du bist auf einer Kürbisausstellung und das ist angeblich die größte der Deutschlands, der Welt, der Europas. Erzähl. Es ist in der Tat die größte Kürbisausstellung der Welt. Nicht in China, nicht in den USA, sondern hier in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg. Und zwar hier am Schloss, am Residenzschloss Ludwigsburg vom Blühenden Barock. Und ich wusste bis heute nicht so viel über Kürbis, habe sehr viel heute darüber gelernt. Aber die Kürbisausstellung ist faszinierend. Über eine halbe Million Kürbisse werden zu mehr als 15 Figuren gebaut. Und das Motto sind starke Frauen. Egal ob Frida Kahlo, Eiskönigin, Bienenkönigin, alle finden hier seinen Platz. Und eine andere starke Frau ist hier Petra. Sie ist eine wahre Kürbiskennerin. Ich habe heute schon so viel über Kürbisse von ihr gelernt. Und zwar, wenn ich im Supermarkt bin, kenne ich ja den Hokkaido oder den Butternut. Aber es gibt noch so viel mehr, wie zum Beispiel das Prachtexemplar. Das ist nochmal, was war das? Das ist eine Kalebasse. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guck mal, Kalebasse. Sieht aus wie so eine Art Schwan, der nach oben guckt. Was sind denn so die Kürbissorten, die man zum Beispiel für ein Dessert oder für eine Suppe benutzen kann? Worauf muss ich achten? Eigentlich im Prinzip geht es nach der Art des Kürbis. Wenn du jetzt hergehst und einen Muskatkürbis nimmst, der verspricht eigentlich sehr viel Frucht, eine Süße. Der fällt in der Regel sehr leicht ins Mousse. Dadurch kannst du eine tolle Suppe machen, schöne Desserts oder auch den Teig in den Kuchenteig geben. Also das Fruchtfleisch in den Kuchenteig geben. Okay, also
Und Petra hat eine Lieblingskürbissorte, und zwar das ist der hier. Sieht aus wie so ein Dinosaurier-Ei. Das ist deiner Meinung nach so der Allrounder, richtig? Das Wieso? Ist mein Lieblingskürbis, das ist ein Sweet Fall. Und ich glaube, der sieht aus wie so ein großes Dinosaurier-Ei und der schmeckt fantastisch. Also wenn man diesen Kürbis aufschneidet, dann leuchtet einem dieses wunderbare Fruchtfleisch entgegen. Und vor allem, was das Schöne ist, du kannst den roh essen. Und zwar, viele wissen nicht, dass man Kürbisse roh essen kann. Und da haben wir ein paar ganz tolle Vertreter, die besonders gut süß, süß-nussig schmecken. Soll ich sie dir mal zeigen? Ja, sehr gerne. Aber bevor du das tust, meine liebe Petra. Ja. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt im Supermarkt bin, weiß ich nie, worauf ich achten soll, wenn ich einen Kürbis kaufe, ob er gut ist oder nicht. Worauf muss ich achten? Was sind so Merkmale? Also, hauptsächlich sollte der Stiel noch dran sein und der bitte unverletzt. Und vor allem auch die Haut. Die Schale von dem Kürbis sollte unverletzt bleiben. So habt ihr viel Freude an dem Kürbis. Der lässt sich so circa die nächsten 4 Monate halten. Und dann sollte man ihn rasch verarbeiten. Und in der Aufbewahrung darauf achten, Kühllagern bei 10 Grad, habe ich schon heute gelernt. Und die Kürbisse einzeln in einen Platz geben, nicht irgendwie eng beieinander. Und heute findet hier auch die deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen statt. Ich bin mal gespannt, ob der Rekord von über 1 Tonne heute gebrochen wird. Da gehe ich dann gleich, also bleibt dran. Es wird sehr spannend. Danke dir, Petra. Also, okay. OJ, vielen herzlichen Dank. Herrlich. Uns hast du komplett. Ja. Ja? Wir bleiben Kürbis dran. Kürbis all over the place. Sensationell. Vielen Dank. Herzliche Grüße auch an Petra. Ihr macht das großartig. Lächeln. Ja, wunderbar. Ja, wir können euch stundenlang weiter zugucken, wie ihr beide da zwischen den Kürbissen seid. Und Benji, bei jedem Kürbis werde ich ab sofort an das strahlende Fruchtfleisch denken, was mir entgegen. Ja. Kannst du auch roh essen. Was? Den Kürbis? Ja, natürlich. Gemeinsam. OJ ist erstmal in Ludwigsburg in Baden-Württemberg im Schwabenländle, wie wir gelernt haben. Das war ja vollkommen richtig, was du gesagt hast. Und zwar steht er dort mitten auf der weltgrößten Kürbisausstellung. Ja. Und das, würde ich sagen, passt. OJ, guten Morgen. Dicke Dinger da bei dir. Das ist ja irre. Schönen guten Morgen. Unfassbar. Genau. Ich hätte es bis heute nicht gewusst, dass die größte Kürbisausstellung der Welt hier in Deutschland ist. Rund 500.000 Kürbisse werden hier zu Figuren verwandelt. Von der Eisprinzessin, also Eiskönigin Elsa, zu Frida Kahlo, Bienenkönigin. Hier findet wirklich jeder Kürbis hier seine Figur. Und mehr als 300.000 Zuschauer oder Besucher werden hier erwartet. Und es ist unfassbar, was hier im blühenden Barock, hier am Residenzschloss in Ludwigsburg, hier auf die Beine gestellt wurde. Und auf die Beine gestellt wurden auch diese Riesenkolosse, denn heute findet hier die deutsche Meisterschaft im Kürbiswiegen statt. Also wenn ihr denkt, es geht nicht größer, es geht größer. Schaut mal hier. Das ist David, er ist der Züchter von diesem Riesenkürbis, der das hier erschaffen hat. David aus Arkheim in Bayern, 17 Jahre alt. Wie kommt man auf die Idee, so einen Riesenkoloss zu züchten? Also das hat mein Vater damals schon angefangen und ich habe es dann einfach übernommen. Weil ich fand es einfach so toll, wie aus so einem kleinen Körn halt so was Großes entsteht. Was ist denn so das Geheimnis? Weil wenn ich im Supermarkt bin, finde ich so einen Kürbis gar nicht. Hast du irgendwie so magischen Dünger? Also es muss auf jeden Fall, der richtige Samen muss passen. Dann braucht er auf jeden Fall viel Platz und auch der gute Dünger. Weil der Rekord liegt hier in Deutschland bei 1041,5 Kilogramm, also über 1 Tonne. Wie groß oder wie hoch schätzt du denn deine Chancen? Wirst du die Tonne heute knacken? Also ich hoffe, dass ich die Tonne knacke, aber die 1041 werden knapp. Also ich muss sagen, es geht hier aber nicht um die Größe, sondern um das Gewicht. Wir können ja mal hier rüber gehen. Hier ist sozusagen der Konkurrent von David. Scheint vermeintlich größer zu sein, kann aber auch leichter sein, denn oft sieht er zwar groß aus, aber gefüllt ist er nur mit Luft. Bei David, ich habe mal versucht, den anzuheben. Also, ciao, auf gar keinen Fall. Ich glaube, David hat echt sehr große Chancen hier. Ich glaube, wenn man den im Supermarkt verkaufen würde, wie viel wäre der so wert? Boah, keine Ahnung. Wie lange dauert das überhaupt, so einen Kürbis zu züchten? Also die Frucht an sich ist jetzt so 120 Tage alt und von dem Zeitpunkt, wo man das Samen in die Erde steckt, sind es ungefähr 160 Tage. Also David, wir vom Frühstücksfernsehen wünschen dir natürlich sehr viel Glück, dass du heute einen neuen Rekord knackst, hier bei der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen aus Ludwigsburg. Sehr krass. Daumen sind gedrückt. Liegt's am Samen, liegt's an der Erde, liegt's am was auch immer. Aber 160 Tage zu so einem Teil, das ist ja Wahnsinn. Zack, nicht so schlecht. Ganz lieben Gruß nach Ludwigsburg. Viel Erfolg mit dem Kürbis. Ja,
Du, und wer weiß, vielleicht haben wir einen deutschen Meister in der Sendung. Ist ja irre. So, gleich gibt's Kürbissuppe von mir übrigens. Ne? Darf ich dazu was das vorlesen? Das größte Suppenhighlight. Möchte ganz kurz was vorlesen. Schöne Grüße nach Hause an dieser Stelle zu meiner Frau, die Folgendes schrieb. Wehe, die Suppe kommt hier auf den Tisch. Sie redet von deiner Suppe. Ja, pass gleich lieber bei den Jungs auf und bring die Rezepte von Christian und Benji mit. Du hast eine tolle Frau geheiratet, ja. Die weiß, was... Die hat also zumindest, gar keine Ahnung. Ja, in die, Sachen Suppen. Was meine Suppe kann. So nämlich. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.